Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Mechabellum und ich bin heute mal live im Spiel drinne. Und es wird wahrscheinlich die erste Aufnahme zum Spiel von mir auf YouTube sein. Und ich habe vor, da in Zukunft mehr zu bringen, weil ich wurde davon infiziert. An der Stelle danke an Medikus, dass er mir das mal gezeigt hat, was ich auf dem Kanal. Und ja, mir gefällt es gut und von daher werde ich das öfters machen. Also ich mag jetzt sehr gerne das Supply-Gedöns und deswegen nehme ich das einfach mal. Das ist nie falsch. Und Einheiten, Steinheiten kann man noch anpassen, um die Frage, was der Gegner hat. Er hat natürlich jetzt hier einen ganz guten Counter gegen mich, ne, weil die Steel Balls auf jeden Fall meine Sledgehammer ordentlich countern werden. Wie ist hier die Geschwindigkeit? Die sind ziemlich gleich schnell. Ja, ich bin Freund davon, immer relativ, also in der Vertikal, also von vorne nach hinten, immer relativ mittig aufzustellen. Einfach, weil man auch nicht so leicht durch Flanken gekontert wird. Und in dem Fall würde ich jetzt einfach sagen, ich brauche irgendwie gegen die Steel Balls, brauche ich Modelltanks. Moment, ich bin auch unentschlossen. Also eine Möglichkeit wäre jetzt, die Steel Balls mit Modelltanken zu kontern. Also mit Crawlern dann, im Na also mit Nahkämpfern. Die Frage ist halt, ich könnte auch versuchen, auf Aris zu gehen. Aber ich befürchte, dann wird meine Frontline zu schnell sterben. Ich mach's einfach mal mit Crawlern. Was in dem Fall keine Option ist, ist irgendwie. Keine Ahnung. Ich war also mit Rhino wäre keine Option, wollte ich eigentlich gerade sagen. Ich probiere es mal so. Ist die Frage natürlich, was er macht. Okay. Jo, er packt einen Overlord rein. Damit ist die erste Runde auf jeden Fall verloren. Und es wird nächste Runde Marksman geben von mir. Es war eh mein Plan. Und jetzt erst nicht. Weil ich werde den Overlord nicht down kriegen und jetzt kann ich echt nur hoffen, dass der Rest gut genug funktioniert, damit ich außer die 400 Punkte für den Overlord nicht zu viel verliere. Okay, ich merke, mein Sound klappt noch nicht so ganz, wie ich es mir vorgestellt habe. Genau, so, jetzt der erste Cooldown, damit hat er auch fast schon ein Update, ein Up Level Up für seinen Overlord, was nicht optimal ist. Aber er hat das auf jeden Fall auch ordentlich investiert, weil er den, genau, er hat nämlich hier investiert in die Geschichte mit dem Kredit aufgenommen sozusagen. Na gut, also Arclight. Das klingt doch eigentlich auch ganz nice. Mustangs wären vielleicht gar nicht mal so falsch. Ich probiere es mal mit Mustangs. Nee, ich mach's mit Marksman. Muss sagen, das werde ich auch noch brauchen, da war die Karte ist nicht falsch, aber nee, ich probier's mit Marksman. Ich denke, mit Marksman bin ich gut dabei. So, wenn ich jetzt die kaufe, kosten nämlich 200. Wenn ich das hier ausgebe, bin ich bei 350 und dann kriege ich auch nur 2 raus. Das heißt, ich kann entweder, dann holen wir jetzt einfach 3 unupgradete Marksman. Mach's mal so. Und ist natürlich die Frage, was er jetzt halt ausgibt. Ne? Wahrscheinlich sein Schlachtschiff upgraden. Ah, ne, konnte ich wahrscheinlich nicht mal leisten. Ich weiß es gar nicht.
denke auf jeden Fall, dass ich jetzt locker gewinnen sollte, weil die Steel Balls sind tot. Damit sind meine Sledgehammer eigentlich ziemlich unverwundbar ausgegangen, das Schlachtschiff. Und das stirbt, also gegen den Overlord, und das stirbt halt gegen meine Marksmen, und damit hat sich das Thema erledigt, genau. Gut gecountert. Wenn ich er wäre, würde ich jetzt Artillerie einbauen. Gerade mal schauen, was hat er sich das für ein Item gekauft? Macht mir Schaden, okay. Das hier kann man sich eigentlich mal holen, ne? Einfach um das. Ich finde die Karte nicht schlecht, weil ich hatte auch überlegt, ehrlich gesagt, jetzt hier reinzugehen. Oh nein, jetzt habe ich zu lange gewartet, habe ich gar nichts gekauft. Das war natürlich total dämlich. Was hat er gekauft? Ein zweites Schlachtschiff. Okay, ich muss mehr auf die Zeit achten, dass so ein Fehler nicht gerne überhaupt gehe. Genau, jetzt werde ich ziemlich aufs Maul bekommen. Ja gut, das ist natürlich zeitdämlich von mir. Gut, das war teuer. Okay, also weniger labern, mehr machen. Kriegen wir hin. So, also. Das kann ich mir relativ sparen. Naja, wobei, jetzt spare ich mich. Das ist eigentlich eine nice Fähigkeit. Ja, dann das. So, jetzt haben wir richtig viel Kohle auf Vorrat. Ich würde auch davon ausgehen, dass er das Gleiche macht. Die Frage ist halt jetzt, rechnet er damit, dass ich mir jetzt einfach auch Battleships hole? Wenn ich jetzt die auf Level 2 hole, hat er schon Crates ausgegeben, hat er nicht. Ich überlege gerade, ob ich Level 2 mir hole oder ob ich. Ne, ich bleib bei Level 1 an. Und gebe denen dafür jetzt aber direkt die Range. Ich denke, dass das wertvoller ist. Ich konnte mich dabei natürlich auch komplett täuschen. Ich gebe mir das Attack aus. Und hole mir jetzt nochmal einen. Magst du dazu und guck mal, vielleicht bört damit alles weg, aber jetzt habe ich auch noch Schlachtschiffe dabei, von daher. Mal gucken, dann ist gleich, aber gut, das ist schon. Okay, er hat sich für die Wespen entschieden. So, die Bodenschlacht ist durch. Also, die habe ich gewonnen, wollte ich jetzt sagen. Seine Wespen sind so gut wie auch vernichtet. Und jetzt ist nur die Frage, genau, wer schießt zuerst die Battleships vom anderen ab? Okay, es sieht gut aus, bin zufrieden. Na, komm schon, schieß nochmal. Wichtig. Ja, okay, das gewinne ich. War knapp, aber ich denke, die Reichweite hat es jetzt einfach nicht gerockt. Und auch wenn jetzt seine Wespen hier nochmal eins zerstört haben, nicht so schlimm. Attack of all units, wunderbar, nehmen wir mit. Und ja, ich denke im Endeffekt, jetzt geht es vor allem darum, einfach hier Distraction für den Rest hinzubekommen. Also auch direkt ein Upgrade bekommen. Auf jeden Fall hier ein drittes holen. Und dann überlege ich noch, was ich als Distraction jetzt noch hole. Ich meine, er hat jetzt
Ich hätte gerade überlegt, ob ich mir Wespen wirklich hole. Was er ja so gesehen auch gemacht hat, indem er halt das Upgrade hier vergeben hat. Aber eigentlich ist es gar nicht so mega strong. Ich glaube, ich hole einfach mehr Crawler. Dann werden nämlich die Upgrade-Kosten nicht teurer. Weil man Battleships nur für dieses Distraction-Geschichte. Also hier, ich meine, dieses Mothership. Und jetzt hole ich mir hier nochmal die Freis bringt bis Defense-Ding irgendwas. Können doch einfach hier die Upgrades für die Panzer erhöhen. Dann, ja, ich glaube, das ist so, dass sie einfach mal aufleveln. Dass die ja genau von mir aushalten und ein bisschen Tank erhöhen. Jetzt auch Reichweite vergeben, okay. Der Vorteil ist jetzt verschwunden. Aber ich hoffe einfach, dass ich genug Distraction habe. Achso, Mustangs könnte ich mir gleich mal verkaufen. Das ist eine gute Idee, glaube ich. Das werde ich machen. Weil die so schön billig sind. So, aber ich habe hier noch so viele Einheiten am Boden. Und er halt nicht. Und das gewinnt mir jetzt einfach hier das Spiel. Weil ich den Bodenkampf gewinne, hat er halt nichts, was für ihn tankt. Und ich habe halt hier meine ganzen Bodeneinheiten und kann ihn deswegen sehr gut im Schach halten. I like it. Genau so. Okay, das ist, kann man machen, weil es einfach... Ja, ich nehme das mit, weil... So. Hat sich schon gelohnt. Hat jetzt praktisch 100 gekostet, weil 50 plus keine 50 bekommt, wenn nichts wählen. So, das werde ich auf keinen Fall nehmen. Ich meine, das ist nach wie vor eine gute Fähigkeit, gell? Ich könnte es eigentlich auch mal machen. Aber viel wichtiger sind wahrscheinlich einfach noch mehr Motherships. So, jetzt könnte ich noch Mustangs dazu holen. Ich glaube, ich mache es mal so. Ich hole einen Mustang, ein Mothership. Den Mustang packe ich mal. Boah, hier in die Mitte irgendwie. Vielleicht packe mal hier drüben hin. Der soll ja vor allen Dingen gleich die die Wespen abschießen, die gespawnt werden. Oh, ich wollte hier vor allem nicht die Marken upgraden, gell? So, wunderbar. Fällt mir ganz gut. Das bin ich im Upgrade noch halbwegs sehr, dass mit der Crawler fehlt, aber ich denke, es passt ganz gut. So, er macht hier diese Satelliten wieder, einfach weil er sich denkt, okay, das Schlimmste ist, dass er den Bodenkampf verliert. Ich meine, es macht schon Sinn, was er jetzt macht mit den Raketen, mit den Satelliten. Hat das halt wie 150 ausgegeben dafür, ne? Könnte aber, wenn es dafür zu führt, dass er jetzt deswegen gewinnt, war es das vielleicht wert. Wahrscheinlich muss ich aber nächste Runde mal ein Schild investieren. Was sind die für Reichweite? 110 gegen 160. Ja, hier ist, jetzt haben die Wespen wieder voll reingehauen. Ja gut, okay, das bezahle ich jetzt teuer. Es sind 1200 Leben, aber die habe ich auch noch. Was ist denn das? Ist kein Drama. Aber aufgrund des Debuffs werden jetzt meine Motherships nichts mehr ausrichten. Gut. Okay, er muss jetzt ja auch voll rein investieren, ne? Gut, das lohnt sich nicht mehr wirklich wahrscheinlich. Das ist Quatsch. Ich mache das. So. Hat sich schon gelohnt, wenn ich die beiden upgrade. So. Jetzt nur die große Frage. Das kann ich in jedem Fall machen. Jetzt können wir noch überlegen. Ist die teurer geworden? Auf jeden Fall ist die teurer geworden. Spannend. Ich glaube, dass eine Nuke an der Stelle einfach absolut Kick-Ass ist. Und da die gleiche Idee haben könnte.
Und er bisher nicht weiß, dass ich hier drüben welche spawne. Spawne ich mal links nur. Jetzt habe ich die Möglichkeit, noch Schilder aufzustellen. Also ich gehe davon aus, dass es die letzte Runde ist, deswegen investiere ich jetzt hier alles, was ich kann. Es ist einfach vor allem dagegen, die Satelliten abzufangen. Und jetzt gebe ich hier nochmal das hier aus. Und hol mir noch einen Mustang. Weil ich es kann. So. Abgemacht. Ja, ich denke eigentlich, das wird die letzte Runde sein. Von daher war es ein guter Call, zu gucken, dass ich hier die genau die Satelliten abfange. Die in der Mitte kommen trotzdem durch, aber. Zack, zack, genau. Ja, 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 ja. Diesen Nuke, die war so gut. Da können wir das GG callen, das war's nämlich. Mit 6 Motherships am Leben sind das allein 2-4. Genau, und die Motherships hat sich mal gebraucht, der Rest sind auch schon ausgereicht. Ja, sehr schön, ist soweit ganz gut aufgegangen. Also ich finde aktuell Mothership Spam ist einfach super strong. Das war jetzt auch ein Grund, warum ich jetzt hier nochmal dieses also Area Specialization genommen habe. Also gar nicht mehr, weil die das Freischalten da nichts kostet, sondern einfach wegen der Plus 10 Range. Ich meine, er hat das, glaube ich, auch relativ. Ach ne, jetzt will ich am Anfang. Was hast du denn angefangen? Ah, das Giant Units no longer consume supplies. Okay, das hat er genommen. Okay, alles klar. Ne, das macht Sinn. Und dann hat er Kredit in der ersten Runde aufgenommen und dann konnte er sich halt direkt einen Overlord holen. Hat natürlich die erste Runde für ihn gewonnen, aber. Ja, insgesamt ist es halt nicht so der Knaller, die Fähigkeit. Ich meine, hier, wir sind Runde 7, da habe ich hier durch das hier, hat mir allein schon 350 gegeben, die Fähigkeit mit dem Supply Spezialisierung, so, ich mach's auf Deutsch, dann kann ich es aussprechen. Und von daher war es schon gut. Ich meine, diese Mustang-Spezialisierung hat sich jetzt am Ende, kam auf 0 raus, glaube ich, 50 gekostet, ne? The Increased Attack hat sich so gelohnt, das Crawler-Spezialisierung hat sich bedingt gelohnt, das war glaube ich eine Nullnummer. Ich habe glaube ich 2 geupgradet und es kostet nichts, also nur die 50, für die man nicht kriegt für das Nichtswählen. Also hat sich auch gelohnt. Da schaue ich mal so ein bisschen, hat sich das wirklich gelohnt, was ich hier genommen habe, und ich würde sagen auf jeden Fall auch, und das Ariel allein wegen der Range, aber halt auch, weil ich die 200 für das Freischalten der Overlords wieder durchgespart habe. Ja, denke ich, habe ich ganz gute Fähigkeiten gewählt. Das mit der Brandbombe, ja, ging so, ne? Hätte ich wahrscheinlich auch sparen können. Aber insgesamt eine coole Runde, denke ich. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.